Klimaversprechen gebrochen, Warnung vor dem neuen Selbstbestimmungsgesetz und Industrie und Handel täuschen die Verbraucher. Das sind unsere Themen heute Abend und damit herzlich willkommen bei Viertel nach Acht. Meine Gäste sind Allgemeinarzt und Autor Gunther Frank. Er findet, Lauterbach lernt nicht dazu. Professor und Klinikdirektor für Kardiologie der Berliner Charité ist sich hingegen sicher, die Pandemie ist nicht vorbei, Corona greift die Herzen an. Ich bin gespannt. Sabit Blank sorgt sich weniger um Corona und mehr um das Selbstbestimmungsgesetz. Sie selbst nahm Testosteron, ließ sich die Brüste abnehmen und wollte ein Mann sein. Heute warnt sie mit ihrem eigenen Schicksal vor zu schnellen Geschlechtsumwandlungen, was ich ganz mutig finde. Schön, dass Sie heute Abend hier sind. Last but not least Stefan Schridde. Auch er warnt nicht vor Geschlechtsumwandlung, sondern vor technischen Geräten, die so gebaut werden, dass sie nach einer gewissen Zeit automatisch den Geist aufgeben. Wir werden also etwas lernen. Schön, dass Sie alle da sind. Mein Name ist Nena Schink und mein Thema heute Abend ist das gebrochene Corona-Versprechen. Vielleicht erinnern Sie sich noch, wie ich am 20. März 2022 versprach Justizminister Marco Buschmann das Ende der Corona-Regeln. Lassen Sie uns mal reinhören. Es gibt ein absolutes Ende aller Maßnahmen und alle Maßnahmen enden spätestens mit dem Frühlingsbeginn am 20. März 2022. Wir wissen ja alle, dass dieses Versprechen jetzt nicht so ganz eingehalten wurde. Ich würde sogar sagen, gebrochen. Manche Maßnahmen wie die Maskenpflicht im Zug oder im Flugzeug, dagegen ist übrigens die Lufthansa heute sehr dagegen getreten. Ja, die hatten wir immer. Auch im Sommer wurde nichts abgeschafft. Und jetzt gelten ja auch neue Maßnahmen, welche sich je nach Lageentwicklung sogar noch verschärfen können. Obendrein muss man dazu sagen, dass Marco Buschmann dieses Versprechen ja niemals hätte geben müssen. Deswegen auch meine erste Frage an Herrn Frank. Also Herr Buschmann, warum hat er dieses Versprechen jetzt gegeben und dann wieder gebrochen? Also musste er es brechen aufgrund der gesundheitlichen Lage? Steht uns wieder ein Killer-Virus bevor? Wie ist die Lage in Deutschland? Also ich sage Ihnen mal das, was die Lungenärzte sagen. Mhm. Sowohl die Chefs der Verbandes der Lungenkliniken als auch niedergelassene Lungenärzte. Es gibt quasi seit Frühjahr keine echten Covid-Fälle mehr. Es gibt keine typischen Covid-Lungenentzündungen mehr. Diese Erkrankung ist schon lange im endemischen Zustand. Mir hat letzte Woche ein Lungenfacharzt geschrieben aus Niedersachsen. Einzugsgebiet, 100.000 Patienten, alles geht über ihn in die Krankenhäuser und auch die Nachsorge. Er sagt, seit Frühjahr hat er keine Covid-Lungenentzündung mehr gesehen. Also ich weiß nicht, was die da in Berlin veranstalten, aber Covid-19 ist in den Kliniken nach Meinung der Lungenärzte nicht mehr existent. Also Sie würden jetzt sagen, Marco Buschmann hätte sein Versprechen ruhig halten können, gesundheitlich gesehen. Ja, ich sage nachher noch mal genau, was ich davon halte. Ich kann es vielleicht jetzt mal vorausnehmen. Also das ist unsäglich. Mhm. Ja, ich weiß nicht, was diese Panikmacher noch soll. Können wir nachher noch mal diskutieren, was da vielleicht dahinter steckt. Aber hier wird komplett übertrieben. Und während am Anfang Covid-19 wirklich auch zu schweren Lungenentzündungen geführt hat, bei weitem nicht in dem Ausmaß, wie immer gesagt wurde, aber es war definitiv der Fall, gibt es diese Erkrankung laut Lungenärzte, das sagt Herr Thomas Fossard, der Präsident der Lungenärzte der Kliniken, auch öffentlich, gibt es de facto eigentlich nicht mehr. Herr Pieske, wie sehen Sie das? Also ich sehe es ein wenig anders, bin nicht anders zu erwarten. Also die schweren Verläufe, die sehen wir tatsächlich weniger. Also an der Charité liegen im Moment 100 Patienten stationär. Mhm. Ein Viertel davon ist intensivpflichtig. Das ist deutlich weniger als das. Haben die eine Lungenentzündung? Die haben zum Teil auch Lungenentzündung. Zum Teil? Wie viel? Ja, also es ist ein kleinerer Anteil. Wie viel? Gerade die auf den Intensivstationen liegen. Was mir ganz wichtig ist. Aber der prozentuale Anteil, der wäre ganz spannend. Also wie viel Prozent Corona-Patienten liegen gerade in der Charité auf den Intensivstationen? Es sind etwa 20-25 Prozent derjenigen, die stationär aufgenommen werden. Stopp, die haben einen positiven Test. Die sind nicht, sind keine Covid-Patienten. Ja, also das sind Covid-Patienten. Was wir vermehrt sehen, sind Patienten, die wegen anderen Erkrankungen aufgenommen werden. Und dann auch noch sich herausstellt, dass sie Covid-positiv sind. Das heißt, wir können nicht sagen, dass die 20% Patienten wegen Corona auf der Intensivstation sind. Das sind diejenigen, die wegen Covid-Erkrankung jetzt auf der Intensivstation sind. Das ist deutlich weniger. Wir haben keine, sage ich mal, Überlastung der Intensivstation mehr wegen Covid. 20% wegen Covid-Lungenentzündung auf Intensiv. Der deutlich geringeren Anzahl von Patienten, die wir wegen Covid jetzt stationär aufnehmen müssen. Also gegenüber, sagen wir mal, vor einem Jahr oder dem Winter
ist das deutlich weniger. Also die Ressourcen durch primär Covid-Erkrankte im Gesundheitswesen werden nicht mehr so belastet. Was ist das in absoluten Zahlen? Sie werden überhaupt nicht belastet. Was ist das in absoluten Zahlen, damit man als Bürger mal einen Einblick kriegt? Also wie viele absolute Zahlen, also wie viele liegen jetzt im Krankenhaus Covid-19? Also ich kann sagen, in der Charité sind es derzeit etwa 100. Und von wie vielen? Mit einem positiven Test, das ist ein großer Unterschied. Es sind Patienten, die entweder wegen primär einer Covid-Infektion in die Klinik gekommen sind oder aber auch wegen einer anderen Erkrankung jetzt mit einem schweren Covid-Verlauf. Mhm. Aber Herr Professor Piske, damit können wir doch nicht arbeiten. Wir müssen doch wissen, wie viele Patienten exakt wegen Covid im Krankenhaus liegen. Wir wissen ja, dass die DIVI nicht in der Lage ist und auch die Krankenhausgesellschaft immer noch nicht sauber zu unterscheiden. Haben wir echte Covid-Fälle oder nur positive Tests? So kann man kein Pandemie-Management machen. Ja, und wenn mir die Lungenärzte sagen, sie sehen keine Covid-Lungenentzündungen, dann ist die Pandemie vorbei, und zwar seit Frühjahr. Und da möchte ich auch noch mal an die Anfrage von Herrn Kubicki erinnern, an das Gesundheitsministerium. Der hat gefragt, wie kann es sein, dass in 4 Wochen im Mai die täglichen Berichte des RKIs von insgesamt 1800 Covid-Toten sprachen und im Monatsbericht zum gleichen Zeitraum nur von 98 Toten gesprochen wurde. Das ist der Faktor 20. Die Antwort war gewesen, weil in diese Statistik flossen nur die ein, wo man eben den Impfstatus kannte und die auch Symptome hatten. Ich bitte Sie, der Impfstatus ist bekannt. In den Altenheimen gehen die Impfteams durch, die dokumentieren das. Das heißt, die meisten dieser Covid-Toten hatten überhaupt keine Covid-Symptome. Mhm. Also, entschuldigen Sie mich, ich habe in meinem Medizinstudium was anderes gelernt. Eine Krankheit ist dann eine Krankheit, nicht wenn ich sie einfach nur so nenne, sondern wenn die Symptome da sind. So können wir nicht weitermachen. Also, ich möchte eigentlich das Augenmerk, und das ist auch das Thema, für das ich jetzt eingeladen worden bin, auf ein anderes Problem lenken, nämlich Long-Covid. Da kommen wir gleich noch dazu. Und das weiß ich. Aber, wenn wir über, sage ich mal, die Belastung in unserer Gesellschaft durch eine Erkrankung sprechen, dann muss man auf der einen Seite natürlich sehen, wie die Akutgefährdung der Patienten ist und auf der anderen Seite, was dann die Langzeit. Und ich bin ganz froh, dass wir darüber gleich reden werden. Aber was wir jetzt gerade machen wollen, ist, die Politik hat immer gesagt, die Maßnahmen sind gerechtfertigt wegen der Überlastung der Intensivbetten, wegen der möglichen Überlastung der Krankenhäuser. Da haben Sie ja ganz klar gesagt, das haben wir im Moment nicht, eine Überlastung. Eine Überlastung haben wir im Moment nicht. Genau, und deswegen ist natürlich die Frage an die Runde, ich mache die jetzt auch mal gerne auf, nachdem ich Ihnen beiden hier das Doppel gelassen habe, wie sehen Sie das denn als Bürger? Also die Überlastung haben wir nicht, da sind sich die beiden ja einig, die gibt es aktuell nicht. Warum also noch die Maßnahmen der Politik? Also erstmal, wenn Sie mich jetzt als Bürger fragen, würde ich erstmal sagen, ich finde solche Zahlenschlachten sehr unangenehm. Mhm. Ja, also wenn Sie werfen Zahlen in den Raum, Sie müssen jetzt auf Zahlen reagieren. Das ist irgendwie eine Art zu diskutieren. Also ich bin Vater von 2 Kindern, ich bin selber Covid-erkrankt gewesen, wäre ich gerne nicht gewesen. Also Ihnen ist die emotionale Basis lieber als die Zahlen? Nein, nicht die emotionale Basis, sondern nehmen wir mal ein Ding. Als Covid aufkam, war es ein Lungenproblem mit Intensivbelastung. Mhm. Wenn wir das heute nicht mehr haben, dann würde ich sagen, dann ist das ja nicht notwendigerweise der Grund dafür, dass man heute trotzdem mit Maßnahmen reagieren will. Weil heute gibt es so Themen, Sie sprechen es ja an, Long-Covid. Heute gibt es, vielleicht gibt es ja durch die neuen Viren andere Erkrankungen, andere Situationen, weswegen dann Vorsichtsmaßnahmen notwendig sind. Also Sie möchten, Sie finden es gut, dass die Politik weiter die Maßnahmen hat, wie beispielsweise Maskenpflicht im Flieger, wo heute Lufthansa selber das Unternehmen gesagt hat, sie wollen das nicht mehr haben. Eine Maßnahme jetzt zu nennen. Also ich würde erstmal sagen, was das Flugunternehmen selber gerne hätte oder nicht hätte, kann nicht relevant sein für die Frage, wie man Schutzmaßnahmen zum Wohl der Bevölkerung ergreift. Also die Politik weiß alles besser als die Unternehmen? Nee, würde ich so nicht sagen. Also Flieger finde ich zum Beispiel ein interessantes Thema. Ich bin selber ja auch geflogen und die Flieger haben ja gute HEPA-Filter drin. Und das heißt, wer mit dem Flugzeug unterwegs ist, ist eigentlich sehr gut geschützt dadurch, weil die Luft durch die Zirkulation sehr gut gereinigt wird. Also warum noch die Maskenpflicht beispielsweise im Flieger? Gute Frage. Gute Frage, würde ich auch sagen. Ne? Verstehe ich jetzt nicht, kann man doch eigentlich erklären. Ich meine, irgendwo in den Büros überall werden gerade diese mobilen HEPA-Filter ja aufgestellt. Dann wird gesagt, ihr könnt jetzt im Büro zusammen ohne Maske sitzen, weil ihr habt euch da jetzt so einen Lüfter hingestellt mit HEPA-Filter drin. Ja, aber im Flieger soll es dann nicht klappen. Da verstehe ich dann auch, dass manche sagen, nee, das bringe ich jetzt nicht zusammen. Dass manche mit der
Ampelpolitik nicht ganz d'accord sind. Ja, ich würde eher sagen, liebe Leute, wir haben doch jetzt fast, also ich suche eigentlich den Lernerfolg, den versuche ich jetzt eigentlich zu verstehen. Wir haben jetzt ja eine Zeit lang Covid gehabt, wir haben eine Pandemie gehabt, wir haben viele Vorsichtsmaßnahmen gehabt. Jetzt mit Sicherheit haben eine ganze Menge Leute Studien darüber angefertigt, was herausgekriegt, wie könnte man das besser machen. Und wenn dann das Maßnahmenpaket so den Geschmack hat, naja, wir machen das nochmal so wie vorher, dann frage ich mich als Bürger eher, ich hätte jetzt gerne mal eine Kommunikation zum Lernerfolg. Also dass man gemerkt hat, warte mal, so richtig gut gebracht hat das was und überhaupt nichts gebracht hat das was. Aber wir müssen heute... Die Evaluierung gab es ja. Aber wir fragen einmal Frau Blank, wie sehen Sie das denn als Bürgerin mit dem Corona-Versprechen, was gebrochen wurde? Also ich würde sagen, jetzt im Sommer sehe ich die Masken ehrlich gesagt nicht sonderlich effizient, weil es halt derzeit einfach die Zahlen nicht hergeben. Aber wenn es im Winter jetzt oder im Herbst wieder einen größeren Ausbruch sieht, dann kann ich schon verstehen, dass man irgendwie haben möchte, dass man im öffentlichen Nahverkehr und im Flugzeug und zum Beispiel Deutsche Bahn eben die Masken trägt, damit zum Beispiel es nicht zum Notstand kommt in bestimmten Berufssparten, dass es zum Beispiel zu wenig Krankenpfleger in einem bestimmten Bereich gibt. Also da sehe ich es dann wirklich als wichtig an. Aber dann würde ich dann halt wirklich reagieren, wenn irgendwie die Zahlen hochschnellen und nicht einfach generell sagen, dass man immer diese Masken tragen soll. Haben Sie persönlich Angst vor einem schweren Verlauf? Sie sind ja unter 30. Haben Sie selber Angst? Nee, ich persönlich habe ehrlich gesagt keine Angst. Ich hatte eigentlich als Kind eine Lungenentzündung und eigentlich gehöre ich dann zu dieser Risikoklasse. Aber also ich hatte selber eine Covid-Erkrankung im Februar und ich hatte eher eine Mandelentzündung und keinen Husten dabei. Deshalb mit Mandelentzündung komme ich gut klar. Hätte ich jetzt Husten, wäre es eine andere Sache. Herr Pieske, jetzt kommen wir zu Ihrem Thema. Vielleicht darf ich ganz kurz auf etwas, was Frau Blank gerade angesprochen hat, eingehen. Das ist nämlich ein ganz wichtiger Punkt. Personalausfälle. Also das ist bei uns schon ein Thema. Und wir haben im Moment krankheitsbedingt Personalausfälle in der Klinik, an der Charité zwischen 5% und 10%. Das unterscheidet sich ein bisschen unterschiedliche Berufsgruppe. Und ein guter Teil davon ist Covid-bedingt. Wie viele dürfen nicht mehr arbeiten wegen der einrichtungsbezogenen Impfpflicht bei Ihnen, wenn wir über den Pflegenotstand sprechen? Das spielt überhaupt keine Rolle. Warum spielt das keine Rolle? Weil die fast alle geimpft sind. Aber gibt es welche, die bei Ihnen nicht geimpft sind? Minimalste Zerfahren. Und die dürfen nicht mehr arbeiten, richtig? Die sind eigentlich von den am Patienten, der Arbeit am Patienten nicht mehr zugelassen. Aber wie gesagt, bei uns spielt das keine Rolle. Eine Rolle. Warum spielt das für Sie keine Rolle, wenn Sie darüber sprechen, dass Pfleger man sie braucht? Und Sie sagen ja gerade, wir haben zu viele zahlenmäßig. Spielt das keine Rolle. Was wirklich eine Rolle spielt, ist eben der Ausfall durch Covid-Erkrankung. Das merken wir auch. Ist das nicht eine Rolle? Wenn wir jetzt schon von gebrochenen Versprechen sprechen, ist das nicht seltsam, dass bei Ihnen alle geimpft sind und so viele Covid bekommen und ausfallen? Ja, was sagt uns das denn? Die Impfung schützt nicht davor. Und da kommt das noch was. Das ist nicht richtig. Das schützt vielleicht vor dem schweren Verlauf, aber nicht komplett davor. Also so kann sie es nicht darstellen. Doch, so kann ich es darstellen. Und wir kommen gleich noch über. Wir müssen da nachher über die Zahlen noch mal sprechen, aber weil die Zahlen sind wichtig. Selbst der Bruder von Herrn Scholz, ja, als Klinikdirektor, sagt, es ist ein Wahnsinn, jemand wegen einem positiven Test nach Hause zu schicken, obwohl er gesund ist. Oder vielleicht in Österreich wurden ja jetzt auch die Quarantäneregelungen aufgehoben. Also diese Personalprobleme entstehen nicht durch Covid-19, sondern mit dem Umgang damit. Das ist ein großer Unterschied. Also das ist ein völliges Märchen, dass Covid-19 zu Personalengpässen führt durch das Virus selbst. Es ist der Umgang damit. Also Sie sind dafür, Frank, wer keine Symptome zeigt, kann wie auch früher arbeiten. Ich bin dafür, dass man diesen Test verwendet so für das, was er gemacht ist. Wenn ich eine Differentialdiagnose brauche, bei Symptomen, bei schwerkranken Menschen, ob derjenigen vielleicht an SARS-CoV-2 erkrankt ist, dann ist dieser Test sinnvoll. Diesen Test an symptomlosen Menschen einzusetzen, ist kompletter Humbug. Das ist international so klar, wird das gesehen, aber wir Deutschen machen einfach immer weiter. Warum wählen wir da den Sonderweg? Also ich weiß nicht, ob das ein Sonderweg ist. Mhm. Ich möchte noch mal darauf hinweisen, dass wir natürlich in der Klinik umgehen mit Hochrisikomenschen. Die kommen, weil sie schwer krank sind. Und wenn wir die jetzt auch noch in der Klinik anstecken, und wir haben ja solche Situationen auch, wir sehen das ja, dann bringen wir die in eine ganz besondere Gefahrenlage. Deswegen glaube ich schon, dass es gerechtfertigt ist, dass man hier ein besonderes Augenmerk darauf legt, dass die Patientinnen und Patienten, die sich in Behandlung begeben, so gut es geht, davor geschützt sind. Aber bei Ihnen werden Masken getragen, richtig? Bei uns den ganzen Masken, Tag. Die Leute sind geimpft, weil Sie haben ja gesagt, die anderen dürfen ja eh nicht mehr am Patienten. Und dann haben Sie so einen hohen Krankheitsstand. Was bringen die Maßnahmen denn dann? Also noch einmal,
Das wollte ich eigentlich auch noch mal an der Herrn Kollegen Frank sagen. Die Impfung hat uns wahnsinnig weitergebracht, weil sie, und das haben wir gerade mit den Intensivzahlen ja auch gesehen, weil sie eben die schweren Krankheitsverläufe massiv reduziert haben. Andere sagen, dass der Virus einfach leichter wurde und mutiert ist und dementsprechend auch weniger Zahlen zustande gekommen wären. Also ich will es nicht kommentieren, was andere sagen, sondern ich will kommentieren, was die wissenschaftlichen Erkenntnisse über die Ergebnisse der Impfungen sagen. Und die Impfung, und das haben Sie ganz richtig gesagt, reduziert das Risiko, auch an Covid zu erkranken, aber es schließt eine Covid-Infektion nicht aus. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Sodass es möglich ist, dass ich heute trotz dreifacher Impfung eine Covid-Infektion bekomme, positiv werde, vielleicht minimale Symptome habe, und das ist ja, glaube ich, auch Ihr Argument, oder auch ein bisschen mehr Symptome habe, Symptome wie bei einem grippalen Infekt. Aber ich bin während diesem Zeitpunkt infektiös für andere. Das muss man mal ganz klar sagen. Und wenn ich jemanden anstecke, der ein Hochrisikopatient oder Mensch ist, dann bringe ich den vielleicht in große Gefahr. Wieso schließen Sie dann Ungeimpfte aus, wenn die Geimpften mit Covid-Symptomen dann ein Problem für die Kranken sind? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe diese Logik nicht. Nochmal, was meinen Sie? Sie haben gerade von geimpften Mitarbeitern gesprochen, die, wenn sie einen positiven Test haben, ja dann eine Gefahr sind für die Kranken. Ja, das ist doch das Argument, dass Sie die Ungeimpften ausschließen. Die Ungeimpften sind noch eine Gefahr für die Kranken. Jetzt sagen Sie, die Geimpften sind eine Gefahr für die Kranken. Also irgendwie ist durcheinander. Herr Frank, tut mir leid, bitte. Komplett durcheinander ist da gar nichts. Herr Frank meint wahrscheinlich, dass man sich ja auch bei der Impfung anstecken kann und auch Patienten anstecken kann, wenn man geimpft ist. Es man kann sich ja weiter anstecken. Also wir haben eine einrichtungsbezogene Impfpflicht. Also. Da verlieren eben 60-jährige Altenpflegerinnen ihren Job. Die werden rausgeschmissen, wenn sie einfach aus gutem Grund sich nicht impfen lassen wollen, weil sie angeblich eine Gefahr für die Kranken sind. Und gerade haben Sie gesagt, die Geimpften sind dann eine Gefahr für die Kranken. Deswegen muss ich sie testen. Also das kann ich nachvollziehen. Also ich kann es gut nachvollziehen. Das können auch viele Menschen gut nachvollziehen. Ja. Wenn die Impfung schützt nicht vor der Erkrankung. Wenn ich erkrankt bin in der Akutphase, bin ich hochinfektiös, kann andere anstecken. Das ist das entscheidende Kriterium, dass ein infektiöser Mensch nicht an einen anderen hochinfektiösen anderen Menschen, Hochrisiko anderen Menschen, also Patienten in unserem Kontext, herangehen darf. Und Sie müssen sich ja vorstellen, die Pflegekräfte, aber auch die Ärzte und so weiter, wir arbeiten ja zum Teil ganz nah am Patienten. Ich glaube, wir vermischen hier gerade zwei Themen, ehrlich gesagt. Wir gehen jetzt mal weiter mit der These. Sie sind, ich glaube, wir gehen jetzt einmal weiter nochmal zu der These. Sie sind ja nicht Mediziner, oder? Wenn Sie sagen, das darf man so nicht sagen. Nee, ich finde es erstmal unverantwortlich aus Arbeitgebersicht. Ich bin selber Arbeitgeber gewesen. Man darf die Arbeitsschutzinteressen des individuellen Mitarbeiters nicht einfach so schlicht außer Acht lassen. Das passiert ja bei der einrichtungsbezogenen Pflicht. Nehmen wir mal Krankenhäuser raus. Mhm. Ich bin jetzt mal ein ganz normaler Arbeitgeber. Ich habe irgendwie meinetwegen eine Firma und da arbeiten jetzt 200 Mitarbeiter drin. Jetzt kann ich nicht alle dazu bringen, zu sagen, legt mal alle euren Gesundheitsstatus offen. Habt ihr irgendwelche schwierigen Risikoerkrankungen? Weil das fällt alles unter Datenschutz. Der Gesundheitsstatus musste offengelegt werden bei der Corona-Impfung. Nein, Sekunde, Sie missverstehen mich gerade. Also wenn jetzt zum Beispiel, ich habe Diabetes, ich habe Psoriasis, das sage ich so. Wenn ich jetzt bei einem Arbeitgeber wäre und ich wäre der Arbeitnehmer, dann hätte ich ein Recht darauf, das für mich zu behalten. Ich habe aber als Mitarbeiter in einer Firma auch ein Recht darauf, dass der Vorgesetzte Sorge trägt dafür, dass ich nicht an meinem Arbeitsplatz einem, ja, ich sag mal, Erkrankungsrisiko ausgesetzt bin. Das heißt, der Arbeitgeber hat eine Arbeitsschutzpflicht, die er wahrnehmen muss. Wir machen muss. Jetzt ein ganz neues Thema auf, das würde ich jetzt gerne verschieben auf später. Nee, das ist nicht ganz neu, sondern man kann nicht einfach so sagen, nach dem Motto, man sollte Leute einfach überall rumlaufen lassen, ohne Maske, ohne alles. Wenn Sie jemand anders anstecken können, da müssen wir eher fragen, wie kann man das sicherstellen, dass man weiß, ob jemand ansteckungsfähig ist, also ob er den Virus in sich trägt nicht. Wir müssen einmal jetzt zur nächsten These kommen. Es hat ja jeder hier heute seine These mitgebracht. Wir wollen natürlich auch die These von Herrn Piske hören und die ist nämlich Long-Covid heute Abend. Long-Covid ist jetzt, sagen wir mal, die Konsequenz aus dem, was wir jetzt besprochen haben.
Und tatsächlich ist Long-Covid etwas, was mich ein bisschen besorgt macht. Und zwar deswegen, weil ich diese Menschen auch als Kardiologe sehe. Und in der Funktion bin ich ja heute primär mal hier. Die kommen nämlich, weil sie Symptome haben und Beschwerden, die ganz ähnlich sind wie Menschen mit einer Herzmuskelschwäche. So. Die Patienten, die nach einer akuten Covid-19-Infektion genesen sind, insofern, dass der PCR-Test negativ ist, dass die akute Infektion abgeklungen ist. Häufig geht es ihnen kurz ein bisschen besser und dann geht es ihnen wieder schlechter. Oder es geht ihnen gar nicht mehr so richtig besser und es geht ihnen immer schlechter. Über Wochen und Monate. Und daher kommt der Begriff auch Long-Covid. Die werden nicht mehr richtig gesund über einen längeren Zeitraum. Und die Symptome, die die Menschen berichten, und das waren vorher, das sind häufig junge Menschen, die ich sehe, sind in unserem Umfeld auch Mitarbeitende der Charité, Ärztinnen, Ärzte, Pflegekräfte, andere. Das sind 25-Jährige, 30-Jährige, sportliche Menschen, die können nicht mehr. Die haben eine erhebliche körperliche Leistungsschwäche. Sie haben eine rasche Ermüdbarkeit. Sie haben Kurzatmigkeit bei geringer Belastung. Sie können Dinge des täglichen Lebens nicht mehr verrichten. Sie haben Konzentrationsschwäche, Konzentrationsstörungen, Schlafstörungen, Herzrhythmusstörungen. Und die geraten tatsächlich in eine verzweifelte Lage. Und das ist etwas, was nicht ganz selten ist. Ich habe mir dazu jetzt mal die Zahlen noch mal rausgesucht. Also wenn man jetzt auch größere internationale Untersuchungen anschaut, dann kriegen etwa 10% der Covid-Erkrankten dieses Long-Covid-Syndrom mit den Symptomen, die ich gerade geschildert habe. Keine Leistungsfähigkeit, Schlappheit, rasche Ermüdbarkeit, Kurzatmigkeit. Herr Pieske, da hast du eine Frage zu dem Haarausfall, habe ich auch gelesen. Das ist auch noch ein Symptom von Long-Covid, sogar eines der häufigsten laut den Studien. Aber eine Sache, die Deutsche Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin sagt, dass die Häufigkeit von Long-Covid sehr schwer zu erfassen ist. Mhm. Woher können Sie dann also definitiv sagen, dass es durch Corona kommt? Weil zum Beispiel die Gesellschaft sagt, es ist sehr schwer zu erfassen, ob es jetzt wirklich diese 10% sind, weil der Zusammenhang schwer zu erfassen ist. Korrekt. Mhm. Der Zusammenhang ist schwer zu erfassen und natürlich sind diese ganzen Symptome auch ein wenig unspezifisch. Mhm. So, und dann kommt nämlich der Teil 2. Warum kommen denn diese Menschen zum Kardiologen? Ich sag mal, wir haben zum Beispiel an der Charité ein Covid-19- und Long-Covid-Netzwerk. Da sind absolut die Experten da. Da gibt es zum Beispiel unser Chronic Fatigue Center. Das ist ja dann in der weiteren Entwicklung das chronische Fatigue-Syndrom mit der Frau Professor Scheibenbogen, die das leitet. Das heißt, Sie sind sicher, dass es die 10% sind? Das leitet, die diese Menschen sehen. Diese 10% sind Literaturangaben. Mhm. Ich persönlich bin da nicht sicher, ob das 8% oder 14% sind, aber es ist ein relevanter Anteil an Menschen. Und jetzt sage ich Ihnen mal meine Erfahrung. Also ich sehe zum Beispiel Menschen, die sind Sportler gewesen und jetzt sind sie 2-3 Monate nach ihrer Covid-Infektion arbeitsunfähig. Und, es gibt und auch Fälle, die nach einer Impfung waren. Ist das 2020 anders gewesen wie jetzt? Ich bin nicht sicher, ob es anders gewesen ist. Vielleicht gucken wir jetzt genauer hin, erkennen das eher. Ich als Kardiologe kann nur sagen, ich kenne diese Situationen aus der Vergangenheit bei jungen Menschen, die eine virale Myokarditis hatten. Da gab es ganz gelegentlich genau solche Situationen. Und diese Menschen sind von Pontius zu Pilatus gerannt. Also ich kenne das auch im privaten Kreis. Wir fangen jetzt nicht mit den Einzelbeispielen an. Nee, das wäre mir eine große Erleichterung. Nein, das nicht. Dürfte ich einmal zu Herrn Frank noch kommen? Ich glaube, das ist wichtig. Ich wollte nur mal zurückgreifen auf das, was Sie vorhin sagte, weil Sie machen eigentlich deutlich, dass es ein Feld, in dem geforscht werden muss. Das muss untersucht werden. Die Aussagen, die Sie ja bewusst schwach formulieren, liegen ja nicht daran, weil Sie das nicht sagen können, sondern weil die Datenlage fehlt. Die Datenlage fehlt aber deswegen, weil nicht erhoben wird. Es wird nicht untersucht. Also nach meinem Nein, es ist schwer zu erfassen. Also ich habe mich damit den Zahlen. Aber lassen Sie uns einmal noch einen Experten reinholen. Denn genauso wie Herr Pieske ist ja auch Herr Frank Arzt. Wie schätzen Sie das denn ein mit Long-Covid? Eine Frage noch. Mhm. Unterscheiden Sie bei den jetzigen Patienten nach Virusinfektionen Covid
und einer Kardiomyokarditis in ungeimpfte oder ungeimpfte Patienten? Erfassen Sie das statistisch? Also die Zahlen, die wir jetzt sehen noch, die geben das noch nicht her, um das zu erfassen. Das habe ich befürchtet. Also, ja. Herr Professor Pieske, ich bezweifle mit keinem Moment, dass Sie ein hervorragender Kardiologe sind und Ihre Patienten bei Ihnen auf Station hervorragend behandelt werden. Ich möchte Sie dennoch massiv kritisieren für das, was Sie gerade gesagt haben. Erstens, das Myokarditis-Problem ist ein Problem der Impfung bei jungen Männern. Das steht sogar in der neuesten Publikation von Circulation, das kennen Sie wahrscheinlich, da steht das explizit drin. Es ist die Impfung, die jungen Männer bedroht bei Kardiomyokarditis. Zweitens, wir haben keine auffällige Sterblichkeit in den Corona-Jahren 2020 bis Mitte 2021. Fakten, tut mir leid, sind Zahlen, müssen sein. Wir haben eine auffällige Sterblichkeit der 30- bis 75-Jährigen ab Mitte 2021, als die Impfkampagne angefangen hat. Ich sage nicht, dass das die Impfung ist. Also das sind wirklich seriöse Schätzungen, dass 6.000 Menschen zusätzlich gestorben sind, die sonst nicht gestorben wären. Dann haben Sie diese Studien, wo Sie sehen an Muskelbiopsien, am Herzmuskel, dass die Impfung dort eine Autoimmungeschehen auslöst. So, und jetzt haben wir die Gefährdung durch die Impfung, was Ihr Gebiet angeht, und wir haben eine Covid-Erkrankung. Lassen Sie mich jetzt bitte ausreden. Nein, Herr Schröder, jetzt geht nicht. Sie können jetzt nicht einfach sagen, mögliche Gefährdung. Sie können jetzt bitte nicht einfach mich so unterbrechen. Ich darf das jetzt sagen. Es ist wirklich jetzt fachlich sehr fachlich sehr wichtig. Ja. Also, Sie haben die Gefährdung durch die Impfung und Sie haben die Gefährdung in seltenen Fällen durch Covid-19. Das zusammen addiert, bringt jetzt durchaus das Problem, was Sie sehen. Aber ich möchte endlich eine Publikation sehen, die das Problem, was Sie schildern, bitte trennt in Geimpfte mit Kardiomyopathie, viral und Ungeimpfte. Und jetzt Long-Covid. Es gibt genügend Untersuchungen, die zeigen, dass diese typischen Symptome, die heute alle da rein vermengt werden, ja, Konzentrationsstörungen, Müdigkeit und dergleichen, genauso bei Patienten aufgetreten sind, die nicht Covid hatten. Ich finde, wir reden hier über Long-Lockdown und Long-Maske. Es gibt die echten Long-Covid-Patienten, die meistens mit dem Chronik-Fatigue-Syndrom einhergehen. Die gibt es bei Grippe, die gibt es bei Epstein-Barr-Virus. Und diese Patienten haben leider von der Medizin nicht viel zu erwarten. Das ist leider so. Wir haben noch nicht wirklich Therapien für diese Patienten. Aber wir tun diesen Patienten keinen Gefallen, wenn wir aus Long-Covid ein Riesenthema machen, was es nicht ist. Es ist für die meisten Beschwerden, die damit reingerechnet werden, ist es Long-Lockdown, Long-Maske. Und die Kardiomyopathien, da hätte ich gerne mal eine saubere Untersuchung, die unterscheidet Geimpfte und Nicht-Geimpfte. Ich fürchte, Wir erleben da, dass das... Herr Frank, was haben Sie näher in Ihrer Praxis, wenn ich einmal unterbrechen darf? Long-Covid oder aufgrund der Impfung? Weil ich natürlich das Thema Impfnebenwirkungen sehr ernst nehme, kommen natürlich selektiv besonders viele Patienten mit Impfnebenwirkungen. Das ist so. Die Patienten mit... Ich habe zwei eigene... Haben Sie da vielleicht drei Fälle oder einen Fall, wo man sagen kann, was durch die Impfung auch aufgetreten ist? Also ich erzähle Ihnen mal einen Fall von letzter Woche. Mhm. Ja, und ich habe täglich solche Fälle. Das ist aber ein besonders eindrücklicher. Ein junger Mann, 17 Jahre. Ja, aus wie heißt das Land? Ich habe es aufgeschrieben. Myanmar. Ja, also früher Burma. Da gibt es Programme, die quasi Eltern überreden, ihre Kinder nach Deutschland zu schicken für ein Schulstipendium. Mhm. Ja, und diese Mutter hat eingewilligt. Der junge Mann kam nach Heidelberg, hat ein Schulstipendium bekommen und hat dort 3 Covid-Impfungen bekommen, weil er halt teilhaben wollte am Leben mit seinen Mitschülern. Seit 4 Monaten kann der seine Beine nicht mehr belasten. Und das ist typisch. Ich habe bestimmt 30 Patienten gesehen, die genau diese Symptome nach der Impfung hatten. Es ist ein neuromuskuläres Problem. Das ist bekannt. Es gibt jetzt inzwischen 100 von Publikationen, die das beschreiben. Und dieser junge Mann kann keinen Sport mehr machen, kann nicht mehr tanzen, kann nichts. Und jetzt kommt's. Weder die Schule erkennt das an, dass das mit der Impfung zusammenhängt, noch die Kollegen. Die lassen den alleine im Regen stehen. Und wissen Sie was? Seine Mutter in Myanmar, in dem Bürgerkriegsgebiet, bereut es bitterlich, dass sie ihren Sohn in das reiche Deutschland geschickt hat, wo er geschädigt wurde und wo das einfach ignoriert wird. Und das finde ich ein Armutszeugnis für Deutschland. Wir können nicht mehr so mit den Impfschäden durchgehen. Ich meine, jetzt sind wir mit meinem Thema schon gelandet. Ja? Aber Sie können direkt weitermachen. Wir machen Stopp. Jetzt entschuldigen Sie mal, Sie haben angefangen, haben eine wissenschaftliche Arbeit aus England zitiert. Und die haben Sie komplett falsch zitiert.
Sie haben genau das Gegenteil gesagt von dem, was da drin steht. Ein harter Vorwurf? Ja, da steht nämlich drin, dass es nach Impfungen auch zu einer kardialen Mitbeteiligung oder Myokarditis, autoimmunvermittelt, kommen kann, dass aber die Häufigkeit nach der Impfung viel seltener ist als die Häufigkeit, wenn ich an Covid erkranke. Und die Covid-Impfung schützt mich genau vor dieser Komplikation. Aber es kann auch durch die Impfung auftreten. Sie haben es falsch gelesen. Sie haben es wirklich falsch gelesen. Es steht eindeutig drin, ja, dass man nicht unterschieden hat. Man hat zwar unterschieden bei geimpft und ungeimpft, aber man hat nicht bei der Auswertung unterschieden, ungeimpft, ungeimpft. Man hat nur die Geimpften und die Myokarditen verglichen mit den Myokarditen nach Covid. Aber man hat nicht unterschieden, ob die da geimpft oder ungeimpft waren. Und der Schlusssatz in der Conclusion, Circulation, wir reden über diesen Artikel. Und der Schlusssatz, bitte lesen Sie ihn nach. Da steht glasklar drin, das größte Risiko für die jungen Männer ist die zweite Impfung und nicht Covid-19. Steht wortwörtlich drin. Also bitte werfen Sie mir nicht vor, dass ich die Studie. Ich kann Studien lesen. Also ich finde, ich kann mit sowas schlecht umgehen. Also erstens, Sie behaupten die ganze Zeit Kausalitäten ohne eigene Studien. Er hat auch eine Studie zitiert. Da gibt es offensichtlich, Sie beschreiben Fälle, die Sie in Ihrer Praxis beobachten und stellen eine Kausalität her, wo Sie sagen, die Impfung ist schuld daran, dass das passiert. Das behaupten Sie. Sie haben nicht einen einzigen Beleg bisher dafür benannt. Und das finde ich schwierig. Also mit sowas könnte ich jetzt nicht... Herr Pieske hat beispielsweise auch Fälle an der Charité beschrieben mit Long-Covid. Da haben wir ja gesehen, das ist ja das, was ich persönlich auch für dringend notwendig halte, ist, das sind wichtige Aussagen, die müssen untersucht werden. Ja eben, sie werden aber nicht untersucht, Herr Schlitter, richtig, das ist das Problem. Es wird aber nicht getan, Herr Schlitter. Ja, da muss man daran arbeiten, aber nicht einfach an den Behauptungen. Wir hören jetzt mal, was Herr Lauterbach gesagt hat, ganz kurz. Bei Geimpften ist es so, dass man oft schon Symptome hat, bevor man überhaupt ansteckend ist. Weil die Impfung führt dazu, dass sozusagen der Körper sehr schnell reagiert, noch wenig Viruslast. Und dann erst kommen die Viren und dann steigt die Viruslast. Das ist übrigens auch einer der Gründe, weshalb quasi die Impfungen die Pandemie begrenzen. Weil sehr häufig sind die Leute schon mit Symptomen unterwegs und bleiben dann auch zu Hause, noch bevor sie wirklich ansteckend sind, weil bei demjenigen, der geimpft ist, die Symptome oft beginnen, bevor die Viruslast sehr hoch ist. Ja, da kommen Sie auf Temperatur, habe ich mir sagen lassen. Nein. Es ist nur halt kompletter Irrsinn. Also woher weiß er das? Ja, auf was bezieht er sich? Und es ist ein schönes Beispiel, dass wir von Anfang an der Corona-Krise, ich sage das jetzt mal klar und deutlich, Herr Schritte, ja, von Dilettanten, Blendern und Scharlatanen informiert werden. Ja, es treten Leute medial auf, dominieren die Meinung, dominieren die politischen Entscheidungen, die völlig faktenfrei, völlig auch frei von Qualifikation ihre Empfehlungen geben. Wen meinst du damit? Ich meine damit zum Beispiel Herrn Lauterbach, ich meine zum Beispiel auch Herrn Montgomery oder Herr Hirschhausen. Ja, ich bin vernetzt mit den Champions League-Experten zu diesen Themen. Ja, weil ich wissenschaftliche Symposien veranstaltet habe, habe ich ein wahnsinnig gutes Netzwerk. Da sind die führenden Lungenärzte drin, da sind ehemalige Leiter von Universitätskliniken drin, da ist der Herr Schrappe drin, da ist der Herr Antes drin, da sind die Top-Leute und die kommen nicht zu Wort. Und es ist völlig verrückt, wir leben an der Wirklichkeit vorbei. Und deswegen haben wir von Anfang an der Corona-Krise, leben wir in der Lüge. Lüge 1, das Coronavirus hatte das Potenzial, das deutsche Gesundheitswesen zu überlasten. Zahlen. Was schätzen Sie denn, wie viel war denn die Belegung gewesen der Krankenhäuser? Und wir hatten eine Unterbelegung von 16%. Immer noch. Von den unterbelegten Krankenhäusern waren 2% Covid-Patienten. Und wir wissen, dass die Orte auch meistens falsch kodiert waren. Ja, wo ist denn da bitte schön die Bedrohung für das Gesundheitswesen? Also das es ist eine, völliger Unsinn. Also ich bitte Sie, nicht, das sind Zahlen vom auf der Hauptseite. Sie sind niedergelassener Kollege. Nein. Ich habe im Krankenhaus gearbeitet. Die Pflegekräfte sind abgezogen. Wir haben massivst zu kämpfen gehabt mit diesen schwerstkranken, sterbenden Patienten. Sie widersprechen den Zahlen des Bundesgesundheitsministeriums. Es ist auf Homepage, es ist die Leipzig-Analyse. Ich widerspreche niemandem, sondern meine unmittelbare persönliche Erfahrung, die uns jetzt 2 Jahre begleitet hat und jetzt endlich diese Situation durch die Impfungen in den Griff gekommen ist. Wie war denn die Belegung der Charité?
Also ich im Vergleich zu 18. Nein, nein, weil Sie machen hier wieder Panik. Und die, nein, ist es, das machen die, Sie überhaupt nicht. Ich beziehe mich hier auf die klaren Zahlen der Leipzig-Analyse, die von der Bundesregierung beauftragt worden ist, sind, also diese Studie. Und da steht eindeutig drin, wir hatten historische Unterbelegung in den Corona-Jahren. Und davon 2% Covid-Patienten. Entschuldigen Sie bitte. Andere Länder haben ja auch die Pandemie bereits für beendet erklärt, die Maßnahmen. Wo ist denn da bitte schön die Überbelastung? Die war nie da gewesen. Ja? Mhm. Und dann die Lüge Nummer 2. Ja, der Test weist keine Infektion nach. Der Test weist nach Virustrümmer. Ja, also jemand ohne Symptome ist nicht Covid-krank, ist aber ständig in die Inzidenzen eingeflossen. Lüge Nummer 3. Die Impfung ist sicher, die Impfung schützt. Schauen Sie doch mal die Zahlen an der Krankenkassen, der Kassenärztlichen Vereinigung. Wir haben dramatische Zunahmen von Diagnosen. Wir haben dramatische Zunahmen von Impfnebenwirkungen. Das ist alles Fakt. Und diese Impfung ist eben nicht eine Masernimpfung oder eine Grippeimpfung, sondern sie hat eine bedingte Zulassung. Und da muss man einfach mal einen Text lesen der bedingten Zulassung, wie hoch der Anspruch an der Impfsurveillance, der Überwachung ist. Sie sind ja der Patient. Sie sind ja derjenige, an den das alles adressiert wird. Aber Sie müssen wirklich wissen, ich muss es nicht nachweisen, dass es kausal ist. Nicht ich, sondern die Seite, die das verfrüht zulässt, muss nachweisen, dass das nicht kausal ist. Das ist ein Unterschied. Und diese Studien, die Sie selber auch genannt haben, werden nicht gemacht. An der Charité war ein Forscher. Der hat versucht, so eine Studie zu machen. Die Charité hat ihn zurückgepfiffen. Ja, wir haben hier wirklich, wir lassen die Leute ins offene Messer laufen. Und diese Experten, die ich als Dilettanten bezeichne, und das nenne ich auch Lauterbach dazu, die haben oft knallharte Interessenkonflikte. Ja, wenn Herr Montgomery zum Beispiel hier ständig von der Katastrophe spricht. Mit Herrn Montgomery saßen Sie ja letztes Mal bei Film nach 8. Der ist wissenschaftlicher Beirat einer Firma, die mit Impfaktien handelt, genauso wie Herr Schausen. Lauterbach hat in seiner Karriere schon sehr viele gefährliche Medikamente gefeatured, die dann vom Markt genommen worden sind. Ja, sehr fragwürdig. Überhaupt, sehr viel ist an dem fragwürdig, aber wir gehen jetzt heute nicht über Lauterbach. Es ist keine Lauterbach-Sendung. Aber wir können so nicht weitermachen. Wir müssen endlich die Top-Leute holen. Und die Top-Epidemiologen, die Top-Infektiologen und die Top-Aerosol-Forscher, die Corona-Politik bestimmen lassen. Mit diesen und die genau das sagen, was jetzt auch durchgesetzt und umgesetzt wurde. Also Herr Frank, entschuldigen Sie bitte, ich muss das noch mal ganz klar sagen, was Sie hier verbreiten, das ist, ich verstehe das gar nicht, Ihre persönliche Meinung, ich wollte das gerade sagen, Propaganda, das wollte ich nicht gar nicht sagen. Was ist aber Propaganda von jetzt konkret? Jetzt lassen Sie doch auch mal ausreden. Ja, Sie da einzelnen Menschen vorwerfen, sie wären mit irgendwas verbandelt und verbunden, also ich, keine Ahnung, also davon weiß ich nichts und ich kenne viele namhafteste internationale Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Epidemiologen, Virologen, Infektiologen, die absolut diese Haltung teilen, dass uns die Impfung aus dieser Krise zum Teil rausgeführt hat. Die Krise ist nicht überwunden, das muss man ganz klar sagen. Die Maske schützt uns, wenn wir das wollen. Wir brauchen selbstverständlich Eigenverantwortung. Jeder muss auch schauen, dass er für sich und für sein Umfeld das Richtige tut. Und ich glaube, da ist die ganze Gesellschaft auch ganz, ganz stark sensibilisiert. Aber die Daten und Fakten, die ich kenne, die entsprechen nicht in keinster Weise dem, was Sie hier verkünden. Das ist doch, also ich verstehe das wirklich, Herr Piske. Sind Ihnen die Zahlen egal der Krankenkassen? Sind Ihnen die Übersterblichkeiten egal, die mit der Impfkampagne zeitig zusammen? Ist das Ihnen alles egal? Wissen Sie was ich glaube? Ich glaube, dass sich die Verantwortlichen für diese Corona-Politik irgendwann vor Gericht wegen fahrlässiger Tötung zu verantworten haben. Das wird kommen. Es geht gar nicht anders. Weil diese Opfer, die wir inzwischen schon haben, ja, die Wirklichkeit, die klopft nicht mehr höflich an die Tür, die tritt sie gerade ein. Und das ist absolut, absolut nicht hinnehmbar, was Sie hier sagen. Beim Thema Corona werden wir heute nicht mehr auf einen grünen Zweig kommen, aber das wollen wir auch gar nicht. Streit ist ja hier erlaubt. Wir gehen in eine ganz kurze Unterbrechung und kommen dann mit zwei spannenden, ganz anderen Themen zurück.